Im Herbst 1979 war ich 19 Jahre alt, sportlich, blond, ein bisschen viereckig und lebte zusammen mit meinem älteren Bruder und meinen Eltern in Klein-Körschow in der DDR. Klein-Körschow war flach, hatte etwa 400 Einwohner und merkwürdigerweise gab es weder ein Körschow noch ein Groß-Körschow in der Nähe. Warum man trotzdem bei Klein-Körschow blieb, statt das Klein einfach wegzulassen, lag in der jahrhundertealten Tradition in unserer Gegend der Landbevölkerung das Gefühl zu vermitteln, klein und wertlos zu sein. Fast alle unserer 400 Bewohner arbeiteten in der LPG ewige Freundschaft mit den Sowjetvölkern oder im Kampfkombinat glühende Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion. Um die beiden zu unterscheiden, waren sie im Volksmund einfach auf ewige bzw. glühende heruntergekürzt worden. Ich arbeite bei der Glühenden oder ich muss gleich noch zur Ewigen, waren in Klein-Körschow völlig normale Sätze. Die Glühende stellte in glühender Freundschaft Schwefelsäure her, die in Fässern das Dorf nachts auf Lastwagen verließ. Es war ein ungeschriebenes Gesetz in Klein-Körschow, dass nicht danach gefragt wurde, was mit den Fässern eigentlich geschah, nachdem sie Klein-Körschow verlassen hatten. Einige sagten, es würden Waffen damit hergestellt, andere behaupteten, man bräuchte die Säure im Bergbau, wieder andere tippten auf Atomkraftwerke. Und einige glaubten, die Fässer würden direkt hinterm Dorf einfach in den Wald gekippt. Das war die wahrscheinlichste Theorie. Jedenfalls war es streng geheim. So geheim, dass selbst die Arbeiter im Kombinat glühende Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion keine Ahnung hatten, was mit ihrer Säure geschah. Die Ewige war eine riesige LPG, die in ewiger Freundschaft ihre Felder in Ernteschlachten bekämpfte und mit unförmigen Traktoren aus der Sowjetunion alles plattwalzte, was auch nur annähernd wie eine Pflanze aussah. Der Schwefel von der Glühenden tat sein Übriges. Leider wurden die landwirtschaftlichen Produkte von der Ewigen nicht in den Wald gebracht und weggeworfen, sondern mussten von den ganzen Freunden der Sowjetunion, also von uns, brav aufgegessen werden. Ganz Klein-Körschow war durch das Kombinat Ewige so voller Schwefel, dass unsere Dächer im Sommer gelb schimmerten. Außerdem, außerhalb von Klein-Körschow hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die Farbe von Goldstaub kam, der aus einer geheimen Fabrik auf unser Dorf herunterrieselte. Ab und zu mussten wir Leute von den Dächern scheuchen, die dort anfingen, das Gold abzukratzen. Einmal hat sogar einer eine richtige Schürfgrube auf dem Kirchdach abgesteckt, aber der wurde natürlich sofort erschossen. Ich war schon ewig mit Gabi zusammen, die mich heiraten wollte und darauf wartete, dass ich ihr endlich die große Frage stellte. Es war nicht so, dass ich nicht auch wollte, aber ich wartete auf den richtigen romantischen Moment und der war einfach noch nicht gekommen. Ich hatte es mir aber für den Herbst 79 ganz fest vorgenommen. Wegen Gabi wollte ich sogar Kunstmaler werden, denn Gabi liebte die Kunst. Zumindest hatte sie als einzige in meinem Freundeskreis ein Bildband, in dem auch Bilder drin waren. Ihr Opa war Maler und hatte sogar irgendeine Auszeichnung für besondere volkskünstlerische Leistung bekommen, weil seine Bilder so riesig waren. Abgesehen von ihrer Größe hatten sie aber keine Qualität, außer dass man alles darauf erkennen konnte. Ich muss allerdings zugeben, dass auch ich kein Funktalent hatte. Ich wusste aber zum Glück von Gabis Opa, dass dies in der DDR kein Hinderungsgrund war, sein Leben als Maler zu bestreiten. Im Gegenteil, alle Leute, die in unserem Land wirkliches Talent zu malen hatten, fristeten ein Leben als schikanierte Handlanger in Kombinaten oder saßen im Gefängnis. Talent war also eher hinderlich für eine Künstlerkarriere. Deshalb bin ich im Sommer 1977 mit dem Rad zum Bezirksamt gefahren und habe meine Unterlagen abgegeben, um mich an der Kunsthochschule in Berlin, Hauptstadt der DDR, zu bewerben. Die zuständige Frau war merkwürdigerweise blind. Sie nahm meinen Zettel, den ich ihr gerade gegeben hatte, hoch und fragte mich, was ich wo angekreuzt und was ich wo reingeschrieben hätte. Ich antwortete wahrheitsgetreu, dann haute sie ihren Stempel drauf, legte den Zettel in eine Ablage und verabschiedete mich. Schon ein halbes Jahr später bekam ich einen Brief mit einem Termin und konnte mit meinen Bildern nach Berlin fahren. Als ich mein Werk vor der Prüfungskommission der Kunsthochschule ausbreitete, hat einer gesagt, dass das ja alles Ideen aus dem Westfernsehen wären. Es hätte nichts Schönes und man könne auch gar keine Arbeiter erkennen. Dann habe ich gesagt, dass da auch gar keine Arbeiter drauf sind, sondern Nilpferde und dass ich sowieso nicht fernsehe. Da haben alle gelacht. Dabei stimmt es. Außer Fußball-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft habe ich nie Fernsehen geguckt. Weder Ost- noch Westfernsehen. Ich nehme an, die Kommission konnte sich nicht vorstellen, dass es jemand gab, der nicht ständig vom Westfernsehen hing, wie sie es selber taten. Dann habe ich gefragt, woher wissen Sie denn, dass das alles Ideen aus dem Westfernsehen sind? Da waren alle sehr ruhig, haben etwas auf einem Zettel vermerkt und mir eine gute Heimreise gewünscht. Auf dem Weg zurück warf ich meine Bilder aus dem Zugfenster in den Braunkohlegestank des DDR-Winters 78 und beschloss, doch lieber Fußballer zu werden.
Zu Hause wartete mein Vater bereits kopfschüttelnd im Wohnzimmer. Meine Mutter goss weinend die Blumen. Sie hatten Besuch von Fichtelbier gehabt. Genosse Fichtelbier war ein hagerer Mann von der Partei, der einzige mit Telefon in Kleinkirchow. Am nächsten Tag musste ich bei ihm antreten. Fichtelbier lief in seinem miefigen Büro unter einem riesigen Bild von einem, der nicht Erich Honecker war, aber trotzdem eine Brille aus Glasbausteinen trug, herum. Damals wusste ich noch nicht, dass die Grundvoraussetzung für die Weihen der Plakatreife eines Politbüromitglieds der DDR bei mindestens 20 Dioptrien lag. Später habe ich erfahren, dass es sogar Kliniken gab, wo man sich die Augäpfel und kleinen Saugnäpfen eiförmig ziehen lassen konnte, um seine Chancen auf eine politische Karriere zu verbessern. Jetzt verstand ich auch die Erblindung der Frau vom Bezirksamt. Sie hatte es mit ihrer Liebe zum Sozialismus einfach nur übertrieben. Der kleine Fichtelbier lief hektisch umher und klärte mich erstmal darüber auf, dass Nilpferde nicht in der DDR und, soweit ihm das bekannt sei, auch in keinem anderen sozialistischen Bruderstaat lebten und deshalb auch nicht als Erntehelfer eingesetzt wurden. Dann redete er von Volkskörpern, Sprengkörpern und noch ganz anderen Körpern und von Solidarität und von ich weiß nicht mehr was noch alles. Und bevor ich rausgehen durfte, habe ich zweimal ich verspreche es sagen müssen und Fichtelbier hat mir zum Abschied wie ein Vater gönnerhaft auf die Schulter geklopft. Im Sinne von, dann drück mir nochmal ein Auge zu und jetzt mal lieber gestärkt hinaus ins sozialistische Leben. Ich wusste aber schon vor der Tür auf dem schief verlegten Linoleumflur des sozialistischen Lebens nicht mehr, was ich Fichtelbeer eigentlich gerade versprochen hatte. Ich habe kurz überlegt, ob ich nochmal zurückgehen soll, um nachzufragen, worum es bei dem Treffen eigentlich gegangen war. Aber ich wusste natürlich schon damals, dass man diese Frage am besten nie stellt. Egal um welches Treffen es sich gehandelt hat, denn sonst gab es dummerweise gleich wieder ein Treffen. Tags darauf lief mein Vater zum Kombinat vorwärts mit roter Farbe und pries mich seinem Freund und Genossen Bartoszek als Ausnahmetalent fürs Plakatmalen an. Er hat schon einer Kommission in der Hauptstadt Bilder von Nilpferden vorlegen dürfen. Zusätzlich zu diesem unschlagbaren Argument hat mein Vater noch beiläufig erwähnt, dass meine Mutter in letzter Zeit häufig weinend ihre Blumen gießen musste. Das tat Bartoszek zwar sehr leid, aber er konnte trotzdem nichts für mich tun. Schließlich hat mein Vater ihm 3 Meter Regenrinne aus Zink für seine Laube versprochen und dann hatte ich die Stelle. So, das ist das. Wer es weiterlesen möchte, ich habe keine dabei, die ich euch verkaufen oder schenken kann. Ihr müsst ins Internet gehen. Ich habe nämlich irgendwie, ich habe noch 3 oder 4 und... Ich behalte die Uhr selber.